So, herzlich willkommen zurück zu den Facescanner Async und Geschichte, was ich da so vor einem Jahr versprochen hatte und dann nie fertig gemacht habe. Ich bin hoffentlich immer noch so. Auf jeden Fall, ich muss mir erstmal mein altes Video abschauen. Was habe ich denn überhaupt gemacht? Weil es ist echt ein Jahr her. Es tut mir echt leid, dass ich da nichts gemacht hatte, aber ich hatte auch noch andere Projekte und es war irgendwie nicht ganz so, ich hatte am Anfang nicht so die Motivation, da hier so ein bisschen weiterzumachen. Soweit ich mich erinnern konnte, hatten wir das alles hier unter dem .NET Framework gemacht. Und, nö. Jetzt sind wir einfach mal total fies. Und wir werden ein neues Projekt erstellen. Keine Angst, das geht ganz schnell, das geht ganz schnell. .NET Framework ist jetzt echt nicht mehr das absolut Geile, sondern wir wollen da jetzt mal so WPF, einer .NET Core WPF Anwendung. Weiter. WPF Datei Scanner Core, nehmen wir den einfach. Ja, wir nennen einfach Net 5. Ich hab's nicht probiert. Wir können auf Net 5 springen, ne? Sieht doch gut aus. Und dann erstellen wir das. Dann werden wir ein neues Projekt hinzufügen. Ich liebe es. Hinzufügen, neues Project. Und jetzt kommt eine Klassenbibliothek. Ich hoffe, das ist die Klassenbibliothek .NET Standard oder .NET Core. Die nehmen wir. Und die habe ich wie genannt? My New Lib. Da bleiben wir einfach dabei. Nee, und wir gehen aber hier auf .NET Core 3.1. Ich habe es jetzt schon erlebt, dass das nicht wirklich gut war. Das heißt, ich habe wirklich eine WPF-Anwendung gehabt, eine .NET 5 und habe eine .NET Core Klassenbibliothek reingehangen und dann hat der beim Ausrollen, also beim Publishen der Anwendung, hat er dann gesagt, ich kann die Klassenbibliothek unter .NET 5 nicht finden. Und dann habe ich gesagt, ja, geht ja auch nicht, du bist ja eine .NET Core 3.1. Danach gab es ein Update noch von Visual Studio und dann hieß es, ja, okay, es kann es jetzt. Also sind wir mal frohen Mutes. So, dann haben wir das einfach den Filescanner genannt. Den Filescanner. Und dann gehen wir einfach in unser altes Projekt in den Filescanner rein und kopieren wir die ganze Klasse da rein, inklusive der Unterklasse hier File Object. Ohne Namespace bitte. Ja gut, könnte auch mit Namespace machen, aber brauchen wir ja nicht. So, bam. Das sollte es dann schon fast gewesen sein. Jetzt sehen wir erstmal, dass wir da hier so ein paar Fehler kriegen und dann müssen wir jetzt, na, das ist Using System IO, da gehen schon mal einen Haufen weg. List, das fehlt User Generics, hier, Using. Ja, und dann haben wir diese Klassenbibliothek schon auf .NET Core umgestellt, also Baba. So mache ich das jetzt häufiger. So, jetzt sagt er hier Inter Exception. Ah, ja. Also, in letzter Zeit, was mir aufgefallen ist, dass seit dem letzten Update auf diese 16.10, da ist richtig was passiert unter der Haube, was auch dieses Refactoring ist. So, und jetzt muss man, hatte ich damals schon mir zwei To-Dos reingeschrieben, nämlich einmal, die Exception ist falsch. Das bedeutet, wenn der Filescanner nämlich initialisiert wird, dann haben wir hier ein Initial Directory und das Initial Directory wird ja geprüft im Initial Directory und das wirft aber eine Directory Not Found Exception. Und abfangen tun wir aber eine File-Not-Found-Exception, was nicht ganz richtig ist.
Also müssen wir hier daraus eine Directory mit D abfangen. Dann können wir die Dudu auch schon wieder rausschmeißen. So. Dann war noch eine Dudu. Check. Die hier nochmal aufrufen, weil die Funktion könnte ja erst gestartet werden, wenn Stunden vergangen sind und das Initial Directory gar nicht mehr existiert. Könnte. Genau. Eine Exception zu werfen da. Das wurde nicht gesetzt. Eigentlich ist das auch eine schöne Scheiß-Exception. Finde ich. Ich würde hier dann setzen, dieses Argument Null Exception. So, und hier machen wir nochmal einen Try. Oder schauen wir, check Dion. Initial Directory. Der Punkt ist jetzt, wir verwandeln diese Klasse in eine asynchrone Geschichte um. Das heißt, die Klasse bleibt immer noch erhalten. Wir haben immer noch das Initial Directory. Und das erste, was wir machen, erstmal ist, wir machen erstmal die Basisfunktion, das sogenannte Scan Directory hier, das werden wir jetzt erstmal asynchron machen. Wie machen wir das? Erstmal, wenn es asynchron ist, nehmen wir einen Task. Task. Zack. Und wir schreiben das hier auch als Async rein. Also die Funktion schreiben wir als Async. Jetzt wird er wieder meckern, weil kennt er nicht. Und dann sagen wir einfach UseSystemTreatsTask. So. Und wir werden hier unten, also das heißt hier oben, dieses Checktier und so weiter, das wird noch synchron laufen. Aber wir werden hier quasi einen Task generieren, der rennen wird. Und das wird er async machen. Nein. Ja. Das macht er async. Hier ist eine Methode. Wir definieren quasi eine asynchrone Methode in einem Task. Wird jetzt wahrscheinlich der ein oder andere sagen. Ja, das brauchen wir hier nicht. Und dann kann man hier quasi zwischen diese Teile, zwischen diese eckigen Klammern, kann man jetzt hier seinen Code reinschreiben. Und das machen wir auch. Das heißt, wir nehmen jetzt hier unten den ganzen Code und klimpern den einfach hier rein. So, das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Was meint der hier? Nein, wir wollen keinen Ausschuss fahren, wir wollen das zurückgeben. Achso, es fehlen die Await-Operatoren. Ja, es werden noch Await-Operatoren kommen. Weil wir hier die Add-Range, also dieses Scan-Directory-Recursive, das werden wir noch umändern in eine asynchrone Methode. Wir schreiben das jetzt einfach mal rein. Await. So, da sagt er jetzt erstmal hier einen Fehler, das geht nicht. Und dann sage ich, ja, ist okay. Wir benennen sie schon mal in Async um. Und dann gehen wir hoch zu der Methode. Und jetzt ist das hier auch ein Task einer Liste von File-Objekten. Und auch, und hier brauchen wir dann schon, und hier werden wir nochmal einen Task reinschmeißen. Obwohl das eigentlich doch gar nicht mehr so notwendig ist. Wir könnten das doch so lassen, weil es ist ja schon ein Task. Na, wir werden sehen. So. Was auf jeden Fall wichtig ist, wenn ihr... Wir haben jetzt einfach hier so ein bisschen Async und Task reingeschrieben und die Methoden in Async umbenannt und. Wir befinden uns hier in einer Bibliothek. Das bedeutet, wenn ihr hier anfangt, nicht konsequent
diese Methoden untereinander aufzurufen, dann werdet ihr immer wieder synchron werden. Das bedeutet, dass ihr, dass eure Klassenbibliothek euer UI hängen lässt. Das bedeutet, momentan gehen wir davon aus, dass das selber einen eigenen Task generiert und das sollte auch eigentlich so sein. Aber wenn das nicht wirklich passt und wir jetzt das quasi ans UI nageln wollen, dann können wir während des Scans das UI nicht bewegen. Und dann heißt es, irgendwas hakt. Und das wird dann wahrscheinlich diese Klassenbibliothek sein. So. Ich bin jetzt erstmal soweit zufrieden. Das heißt, es ist die erste Umstellung aufs Asynchrone. Wir werden nochmal eine Umstellung an dieser Klasse vornehmen müssen, weil wir ja auch eine Rückmeldung ins UI haben wollen. Und das ist momentan nicht der Fall. Das heißt, wir starten über Scan Directory Async quasi diese Prozedur. Die ruft das erste Mal Scan Directory Recursive auf. Und die läuft dann rekursiv immer über sich selbst, bis das Ende erreicht ist. Das heißt, der Aufrufer von Scan Directory Async hat keine Ahnung, wo wir sind. Und das werden wir später noch ändern müssen. Aber jetzt erstmal war das quasi der erste Wurf. Wir könnten rein theoretisch jetzt noch eine Konsolenanwendung dazu schreiben, um das einfach mal durchzutesten. Aber ich denke mal, wir springen gleich ins WPF rein und das WPF wird erstmal eine Hausnummer werden. Vielleicht sollte ich doch erstmal eine CLI-Anwendung schreiben, weil dann können wir das mal kurz durchchecken, was da passiert. Okay, wir gehen hier rein, hinzufügen, neues Projekt und dann suchen wir uns eine Konsolenapplikation, Konsolenanwendung. Ich nenne die immer CLI hinten dran. Na, wir gehen auch mal auf .NET 5. Da wissen wir ja gleich, woran wir sind. So. Auf jeden Fall muss die Dateiscanner CLI muss auf ein Projekt verwenden, auf MyNewLib. Haben. So. Und dann machen wir auch Using. Und dann werden wir einfach mal, was machen wir? T ist gleich New File Scanner. Achso, wir haben ja das. Ja, mal C Doppelpunkt. Nein. So, das eh nicht. T. Initial Directory haben wir ja eigentlich schon gesetzt. T. Scan Directory Async. Punkt Result. So, das ist leider, ich glaube in .NET 5 war das, das ist ja schon .NET, das ist ja schon C-Sharp 9, da kann man glaube ich auch asynchrone void, wir werden es erstmal auch so, war result gleich das, wir werden es jetzt mal hier probieren, async, await. So, meckern tut er erstmal nicht, aber das hat er schon früher gemacht. Ah, es gibt kein Dings Void, also müsste man das eigentlich zu Task machen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es ein Task Main gibt, weil lassen wir es essen oder so. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder sagen, ja, es wird asynchron ausgeführt. So, dann machen wir das ausführbar. Stadtprojekt festlegen und bang. Mal sehen, ob es überhaupt macht. Also geht nicht. Enthält kein okay, dann geht's nicht. Dann
dann müssen wir hier nochmal Punkt Result hinschreiben. Das Problem, ja, ich darf keine Werte hinschreiben. Ja, war klar. Wir können ja nicht durch unseren, durch einige Dinge laufen, die wir nicht kennen. Also wir hatten jetzt, die haben jetzt versucht, durch einen Papierkorb zu laufen, was ein bisschen blöd ist. Also sollten wir hier drinne auch ein paar Exceptions einfach in die Tonne laufen lassen. Und ich denke mir mal, dass das hier ganz gut sein könnte. Also die Exceptions lassen wir einfach mal in die Tonne laufen. Indem wir die zwar wegfangen, aber hier nichts drin machen. Können wir da nicht sogar catch? Könnt mir es nicht leer lassen? Dann nochmal starten. So, es läuft auf jeden Fall. Wie lange es jetzt dauert? Hm. Gute Frage. Wir wissen es auch nicht. Wir sehen es ja auch nicht. Lässt sich trotzdem bewegen, auch weil, wie wir gesagt haben, die Anwendung müsste ja eigentlich hängen. Aber sie hängt schon mal nicht. Und er rennt aber da durch. So. Dann gehen wir jetzt mal nochmal in das Programm da rein und setzen das Initial Directory auf was anderes. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, geht das hier mit Username? Sie. Geht bestimmt schneller. Ja, auf jeden Fall ist er durchgelaufen. Was wir nicht gesehen haben, ist der Fortschritt. Und da müsste man auf jeden Fall mal anknüpfen. Jetzt weiß ich gar nicht, wenn ich hier 10 Documents, das so funktioniert. Ah, fertig. Ja, lassen wir das mal. Als Test geht das. Später werden wir natürlich hier in die App reinhüpfen. Da wird es jetzt erstmal ein bisschen interessant. So, ich muss es jetzt aber auch erstmal hier beenden, weil wir waren schon weit. Okay, es ist wahrscheinlich wieder ein harter Cut für einige, weil ich habe gestern das, was ihr jetzt gesehen hattet, aufgenommen. Hab beim Schneiden dann aber gemerkt, oh, das ist richtig viel und das geht nicht so einfach. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal auf Async soweit umgestellt. Nochmal, hatte ich ja den Fehler hier drinne. Wir können natürlich hier einen Async Task machen. Und das sollte eigentlich rennen. Das heißt, wenn wir hier einen Await draus machen und das hinweglassen, dann sollten wir jetzt auch wirklich hier ein Resultat rausbekommen. Und vielleicht prüfen wir das nochmal. If Result. Ah, das habe ich jetzt. Punkt Count. Größer 0. So, whatever jetzt wir in diesen If machen. Es geht nur darum, dass ich einen Breakpoint setzen kann. Und wir sind ja hier in Else Documents. Lass starten nochmal ganz kurz den Dateiscanner. So, er läuft durch. Wir können die Anwendung, wie gesagt, bewegen. Bitte braucht nicht zu lang. Bitte. Wahrscheinlich liegt es am Task. Gute Vorstellung, Ronny. Gute Vorstellung. Ah, wir sind da. Results sind auf jeden Fall hier schon mal 77.628. Haben wir rein. Und wenn wir da reingucken, sehen wir eine Menge File Objects. Nehmen wir einfach mal eins raus. Ist hier 3D Mark, Lock, Fire Strike, Extreme, Pass. Irgendwas. Ist ein Verzeichnis. Wenn wir dann die 33 aufmachen, könnten wir ein... Ist die... Okay, da wird wahrscheinlich am Anfang hier die alle
Verzeichnis gelistet haben. Gehen wir mal hier runter, vielleicht haben wir ja mal Glück. Hier ist die Files in ja deine Datei. Es ist Arduino Libraries, Adafruit Bus IO und die Ino. Funktioniert. Finde ich schon mal gut. Dass er jetzt hier aus dem nicht rausgehüpft ist, ist erstmal wurscht. Machen wir zu. Machen wir zu. Okay. Also, mit dem Breakpoint hat funktioniert. Wie wir jetzt eine direkte Rückmeldung machen in ein UI. Das heißt, da müssen wir nochmal ein paar Sachen reinprogrammieren. Das machen wir, wie gesagt, in einem der nächsten Teile. Ihr könnt jetzt natürlich reinschreiben, ja, ich möchte sehen, wie du eine WPF-Oberfläche aufbaust. Oder sagen, nee, interessiert mich nicht, reicht mir schon, was du in Async gemacht hast. Mehr will ich gar nicht sehen. Da wäre ich natürlich gerne auf Feedback. Feedback ist immer gut. Und dann würde ich das natürlich nochmal aufbohren, weil, ja, ihr wisst, es ist mit einer Menge Arbeit verbunden. Und da wünscht man sich auch, dass die Leute das dann sehen wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen.